Hola, ¿qué tal? No. Muy bien. ¿Y tú? So, willkommen zurück zum Spanischkurs mit dem Dave und mit mir. Oh ja, oh ja, oh ja. Sí, 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 señora. Mm. Sí, sí, sí. Jetzt erzähl ihnen mal, was wir gerade gesehen haben, da oben an der Decke. Well, we have seen there is a hole, yeah. And we don't know what's about that, you know, but we'll find it out. I'm pretty sure about that. So, yeah. And now I switch over to Deutsch mit einem leichten englischen Akzent. Wir haben hier oben gesehen, dass da ein Loch in der Decke ist. Nein, ich kann natürlich auch normal sprechen, wenn ich möchte. Hier oben haben wir jedenfalls. Es fällt ihm schwer, aber er kann's. Richtig. So sieht's mal aus. Du bringst es auf den Point, sag ich mal. Hier oben haben wir. Auf den Punto. Hier oben haben wir ein Loch in der Decke. Wir haben Spaß. Aber nur rein akustisch natürlich. Also jetzt nicht wie ihr denkt oder vielleicht so. Also hier innerhalb von Tomb Raider natürlich. Hier oben, weil wir Fortschritte machen. Hier oben haben wir ein Loch in der Decke. Um jetzt wirklich mal auf das Spiel zurückzukommen. Wo wir uns vorstellen könnten, dass wenn wir das Rätsel gelöst haben, dass da irgendwas rauskommt oder irgendwas, keine Ahnung. Und hier unten die Bodenplatten, die beiden, die sehen ja auch wieder ganz merkartig aus. Ja, ich werde jetzt aber mal vorher speichern, bevor ich mich jetzt hier an diesem tollen Kabuff versuche. Vergehe. Es hört sich auch mehr deutlich an. Ja, sehr sogar. Ja. Weißt du was? Weißt du, wie wir das machen können? Ich beziehe dich da jetzt mal mit ein, dann bin ich nämlich nicht alleine schuld, wenn es nicht klappt. Ach ja, natürlich. So, wo fangen wir an? Welches nehmen wir? Das rechts neben dir. Weil du müsst. Also, ich wäre dir echt verbunden, wenn du jetzt hier auch ein bisschen mit aufpassen würdest und vielleicht siehst du ja eher die Lösung. Und wenn du die Lösung gefunden hast, dann schrei sie raus. Gut, gut. Weil das ist nämlich, glaube ich, so, wenn du jetzt eins bewegst, dann bewegen sich noch irgendwie zwei andere und das ist dann immer so. Ne? So, ich habe sowas von keine Ahnung, aber leg einfach mal um. Ach nee, mit denen, die bewegen sich nicht, das ist hier mit den Fackeln, genau. So, pass auf. Das haben wir jetzt betätigt. Mhm. Und die beiden anderen, die jetzt hier mit diesen Striemen am Boden verbunden sind, die sind jetzt auch angegangen, die Flammen. Jo. So, nee, ich glaube, wir müssen bei allen die Flammen anmachen. Das ist, glaube ich, das Ziel. So, welches sollten wir jetzt machen? Was denkst du? Links nehmen, Lara. Ganz links? Ganz, ganz links. Das da. Mhm. Neben dem Podest? Yep. Alles klar. Sagst du das jetzt rein zufällig oder hast du ein System erkannt? Ich hoffe mal, dass es ein System ist. Ja, und jetzt? Jetzt lass mich gerade da drauf gucken. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Jetzt darfst du dir was aussuchen. Aber ich würde das hinten rechts nehmen. Moment, das hier? Mhm. Okay. Irgendwie macht sie gerade keine Rolle, keine Hechtrolle hier, wenn ich da rumdackel. So. Okay. Ist nur noch einer übrig? Ne, zwei. Ne, zwei. Dann den rechts. Ja. Ich bin ja echt mal gespannt. Also das sind so Sachen, da komme ich irgendwie gar nicht mit zurecht. So dieses mathematische, logische Denken hier, das habe ich nicht so. Ja, und dann fragst du mich mit mathematisch. Ja. Nein? Ja. Deutsch und Kunst LK, kein Mathe. Was soll ich denn sagen? Moment, 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 Moment. Halt, stopp. Nee, ich dachte schon, das wäre es jetzt schon gewesen. So. Moment. Was nehmen wir jetzt? Hm? Was nehmen wir jetzt? Wir haben jetzt die beiden da hinten wieder bei den Podesten, die sind jetzt wieder aus. Und wir haben hier eins, was noch nicht ist. Dann nehmen wir das, was noch nicht ist, das da. Ja, die anderen beiden waren ja auch noch nicht. Also die waren schon, aber die sind jetzt wieder aus, meine ich. Machen wir mal. Mhm. Kann ja nur schief gehen. Eben. So. Ja. Jetzt haben wir die beiden. Ist nur noch dieser eine hier aus? Moment, ich guck mal gerade. Es sind nur noch die beiden jetzt da hinten. Die jetzt aus sind noch gerade. Dann mach zuerst rechts. Aha. Also falls irgendeiner von euch jetzt sofort beim ersten Schalter betätigen gewusst hat, wie das hier geht, dann herzlichen Glückwunsch, aber sowas kriege ich überhaupt nicht gebacken, also. Ach, die kannst du auch wieder hochmachen. Jetzt sind die beiden nämlich wieder aus.
Jetzt haben Ach, das ist so wahnsinnig kompliziert. Ja, jetzt haben wir die drei hier wieder. An. Jetzt darfst du dir was aussuchen, ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich hätte gehofft, dass es bis jetzt schon längst gelöst ist. Rein zufällig, ne? Mhm. Moment, ich guck mir mal eben an, wo die hinführen. So, das wäre das, dann wären die beiden wieder aus. Das bringt uns ja nicht weiter. Wenn wir das haben, dann wäre das, wären die beiden aus. Und wenn wir das hier nehmen, dann wären die beiden aus. Also so oder so hätten wir dann einen an und zwei aus wieder. Das heißt, es ist eigentlich irrelevant, welchen wir nehmen. Das heißt, es funktioniert alles nicht. Ja, ich weiß es nicht, aber Moment, jetzt haben wir das. So, die beiden. Jetzt möchte ich aber gerne... Es stand ja auch nicht irgendwie an der Wand oder so, irgendwie so ein Tipp oder sowas. So nee. Eingraviert. Also ich hätte nichts gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich meine, wir können jetzt gleich gerne nochmal gucken gehen, aber... Wir können auch gucken, ob wir da oben mit dem Fernglas reinleuchten können. Das war nämlich noch eine Idee von Kimi. Also wenn das natürlich funktioniert, dann wäre das natürlich richtig cool, aber... Ich glaube fast, dass das diesmal nicht funktionieren wird. Wäre auch irgendwie zu einfach, ne? Zweimal das gleiche. Ja. Nee. Da oben, ist auf jeden Fall, da oben ist auf jeden Fall so eine Kletterdecke. Mhm. Ja. Sich ist hier, ist aber auch wirklich nichts, also. Also wir machen das hier wahrscheinlich auch so, wie ihr euch das wahrscheinlich schon denken könnt. Wir versuchen das natürlich. Und wenn wir das am Ende der Folge hier nicht hingekriegt haben, dann gucke ich mal nach, wie das geht. Und dann lade ich einfach den letzten Spielstand und mache das dann so. Aber das da hinten, das bringt uns ja auch nicht weiter. Das rechts ist ein Omega und das links ist ein Pi? Ich weiß es nicht. Ja, ein Pi. Oder muss man das irgendwie zusammenrechnen? Aber das bringt ja auch nichts. Ja, wie viel ist denn bitte schon Omega? Ja, das ist frei mir auch gerade. Ja, also Pi ist 3,14 noch was. 3,141, ja, ja. 3,14156, glaube ich. Okay. 1 ist 1. Ja, und Omega ist... Weiß ich nicht. Omega halt. Wenn du es nach dem Alphabet nimmst, dann müsste Omega 26 sein, weil Omega ist ja der letzte Buchstabe, oder nicht? Wir oder? Denken bestimmt viel zu kompliziert. Oder Alpha, Omega? Oder sagt man das nur so, das ist gar nicht der letzte Buchstabe? Ich weiß es nicht. Das wird es auch nicht sein. Aber nee, mit Sicherheit nicht. Nee. Mit Sicherheit nicht. So, jetzt mache ich den nochmal an. Einfach so gefühlsmäßig. Ich habe überhaupt kein System hier hinter, liebe Leute. Ich blick das nicht so ganz gerade hier. Ich mache einfach mal. Obwohl, nee, den mache ich nicht. Ich überspringe den mal und nehme... Ah! Doch, sie macht doch eine Hechtrolle. Ich darf nur nicht dann Rollen drücken, ich muss dann springen drücken. Ich dachte, jetzt, du hättest die Lösung, weil du A gesagt hast. Ja, das wäre ja allzu schön, du. Mhm. Allzu schön. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Jetzt haben wir zwei an. Das ist... Das... So, wenn ich den habe ich jetzt an. Wenn ich den jetzt umlege, habe ich die beiden da hinten an. Aber das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Ich möchte ja ganz gerne... den jetzt hier anmachen. Ich tue gerade so, als ob ich einen Plan hätte. So. So tun ist immer gut, das mache ich auch im Matheunterricht. So, ach so, ja, genau, so ja, da hatte ich jetzt auch gedacht. Mhm. Wollte ich gerade sagen, lag mir auf der Zunge. Genau. Und dann glauben das die meistens und dann kommt man nicht ganz so doof rüber. Das ist doof, weil wir hätten es jetzt fast gehabt, wenn... Die beiden hier hinten, wenn die irgendwie durch ein so eine Sache verbunden wären, obwohl das sind sie. Aber dann ist das wieder aus, das ist doof. Die beiden nehme ich an. Genau. Mist. Das ist das, da. Warte mal, dann mache ich das mal wieder. So. Und dann gucke ich mal eben das, das, dann mache ich den mal. Wie kann man das denn jetzt rein... Da muss man ja echt ewig überlegen, bis man das hier hinkriegt. Das ist richtig. Warum meinst du, bin ich so müde? Echt? Ja. Jetzt haben wir nur noch... Nee, wir haben doch noch zwei. Bist jetzt hier deswegen müde geworden? Ich hasse solche Rätsel, die einfach viel zu lange dauern. Richtig.
so ein bisschen dran überlegen ist ja gut, dafür sind sie ja da, aber... Ja, ganz prickelnd. Wir haben jetzt nur noch eins. Also ich habe es jetzt zumindest geschafft, dass wir jetzt nur noch eins aus haben. Und ich speichere... Dann würde ich das mal umlegen. Ja, aber dann habe ich ja wieder die anderen beiden aus. Das bringt ja nichts. Ich speichere das mal auf einem anderen Speicherstand. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber... Moment, ich guck mal eben, wo die hinführen. Wenn ich das jetzt anmache, dann gehen die beiden da hinten aus. Das ist doof. Mhm. Das Ding ist zu viel. Das muss weg. Irgendwie Bulldozer oder sowas brauche ich jetzt hier. Ja, jetzt sind die beiden aus. Ach Mann, das ist doch doof. Das haben sie richtig erkannt. Nee, ist aber echt nichts, also. Oder Moment. Halt, stopp. Es kommt gerade eine Idee, aber ich glaube es nicht. Nee. Ich dachte gerade vielleicht Omega auf dieser rechten Seite, dass das hier das ist, was man als letztes machen soll oder so. Aber das Pi ergibt ja keinen Sinn und so und das I dann auch nicht, also von daher. Nee. Lassen wir das direkt wieder. Warum sind jetzt alle wieder aus? Hallo? Ich glaube, weil du dich auf die Plattform gestellt hast. Jo, cool. Juhu! Dann habe ich ja was erkannt. So, jetzt fange ich mal hier an. Jetzt sind die beiden an. Ach, ich hasse solche Rätsel. I hate Rätsel like that. Kimmy auch. Vor allem, wenn man da so eine ganze Aufnahme dran verplempert, weißt du? Richtig, deswegen werde ich jetzt gleich auch, wie gesagt, wenn wir das innerhalb von dieser Folge nicht schaffen, das dann auch nachgucken. Oh, Moment. Scheiße, immer noch eins nur aus. Ach Mann. Fuck. Das ist. Tricky. Das ist zum Verzweifeln, richtig. Jo. Mist. Mist, verdammter. Mach ich jetzt erstmal eben den hier. Ich meine, ich finde das ja gut an sich, dass das jetzt nicht nur irgendwie rumgeballert ist oder so, dass man auch Rätsel dabei hat, aber... aber nicht solche. Ja. Machen wir mal den hier. Hacked Roller, yeah. Rock voll vor der Wand. Voll vor die Kante. Schädelspaltung. Hilft vielleicht beim Denken. Ich lasse es lieber. Das klang voll sweet, ey. Ja, ich bin voll Zucker. Total süß. Ja, ich glaube schon, ich weiß, wie das Ergebnis dieser Folge aussehen wird, aber ich versuch's natürlich trotzdem. Ja, genauso wie der Anfang, ne? Richtig. Moment, jetzt haben wir die beiden wieder aus. Jetzt gehe ich mal hier hinten hin. Ich kann euch noch nicht mal genau sagen, was für einen Plan ich verfolge, denn ich verfolge eigentlich gar keinen Plan und versuche... Einfach Schalter umlegen und hoffen, dass es richtig ist. Ja, deswegen kann ich euch gerade nicht so viel erzählen. Ach, schade, aber auch die Folge ist um. Verdammt nochmal. Was für ein Zufall. Ach, Mann, das ärgert mich jetzt. Aber grün und blau und lila furzkariert, das ist unglaublich. So, liebe Kimi, jetzt müssen wir es leider nachgucken. Ach, Mann. So ein Pech aber auch. Ah, das ärgert mich jetzt voll. Man hört die Enttäuschung da total raus.